Wir sind zu einem Verkehrsunfall 02 auf die Hochwiesenstraße alarmiert worden mit dem Rüstzug der Feuerwehr-Nürdingen-Abteilung Stadtmitte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war ein Frontalzusammenstoß zweier PKW sichtbar. In einem PKW war eine Person eingeklemmt. Nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst und Erstversorgung haben wir diese Person mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Die Befreiung musste recht zügig gehen. Der Notarzt hat eine Crashrettung angewiesen. Wir verbleiben jetzt noch vor Ort, bis die Unfallaufnahme der Polizei abgeschlossen ist und müssen dann die Straße von ausgelaufenen Betriebsmitteln reinigen. Wir sind mit 4 Fahrzeugen und 20 Mann an der Einsatzstelle. Es ist Verbindungsstraße von der Bundesstraße 313 in die Stadtmitte mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Hier kommt es doch öfters mal zu einem Verkehrsunfall. Vorgefunden haben wir vor Ort 3 beteiligte PKW, jeweils mit einer Person besetzt. Ein Fahrzeug ist auf die Gegenfahrbahn abgekommen und dort eben mit 2 Fahrzeugen zusammengeprallt. Schwierigkeit vor Ort war, dass die Unfallverursacherin neben schweren Verletzungen auch im Fahrzeug eingeschlossen, eingeklemmt war und somit die Feuerwehr sofort tätig werden musste. Die beiden anderen Patienten konnten die Fahrzeuge leicht verletzt verlassen. Am Einsatzort gab es 3 Verletzte, 2-mal leicht und 1-mal lebensgefährlich verletzt. Vor Ort waren wir mit 5 Fahrzeugen und 9 Personen vom Rettungsdienst.